Hallo, mein Name ist Insa Rasche und ich möchte Ihnen heute die Neuerungen in Revit 2023 vorstellen. Wir haben das Ganze aufgeteilt in neue Funktionen. Da haben wir uns ein paar Punkte ausgesucht und auf die gehe ich gleich ein. Und weiterhin haben wir Wissenswertes, da in dieser Version extrem viele Neuerungen dazugekommen sind, wir natürlich nicht alle hier besprechen können. Wir haben uns jetzt so auf die Key Features konzentriert und die sehen Sie jetzt in diesem Vortrag. Das erste ist unter einer Überschrift Programmfunktion zu finden für uns, denn es hat sich einiges in der Arbeit mit Revit allgemein getan. Wir starten mal mit der 3D-Ansicht. Die ist jetzt ein bisschen interaktiver geworden. Das heißt, wir können hier jetzt aktiv auch richtig messen. Wir können Maßketten ablegen, die auch so steuern, dass sie orthogonal zu unseren Elementen liegen und auch einen bestimmten Abstand haben. Weiterhin gibt es mehrere MEP-Kategorien, die dazugekommen sind, mit Kategorien und Parametern. Weiterhin haben wir hier eine Neuerung im Stahlbau. Und zwar haben wir jetzt einen Platzierungsassistenten. Die Stahlbauverbindung, die kennen wir ja auch schon aus früheren Versionen. Wir haben hier jetzt so eine Halle uns genommen und möchten jetzt eben, dass die Verbindungen an den Trägern und an den Stützen zusammenkommen, beziehungsweise die Verbindung platziert werden. Dafür markieren wir uns jetzt unsere Elemente und geben bestimmte ja, Verbindungen an, wo dann später etwas platziert werden soll. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, dass das nicht nur an einer Stelle passiert, sondern an allen von uns ausgewählten Elementen. In diesem Menü, was man hier jetzt gerade sieht, ist es so, dass es sogenannte Muss-Auswahlen gibt. Also dort, wo immer so ein Ausrufezeichen ist, heißt, da muss jetzt wirklich aktiv von mir etwas ausgewählt werden, damit das Programm einfach weiß, welche Elemente ich meine. Und sucht sich dann aber die vorher geladenen Verbindungen selber aus und platziert die dann eben automatisch an allen vorher, wie ich gerade gesagt habe, vorher markierten Elementen. Das gleiche geht dann natürlich auch oben im Dachstuhl. Wähle einmal meine Elemente aus. Achte dann noch, wo denn auch weiterhin noch mein Ausrufezeichen steht. Das muss ich, wie gesagt, auch nochmal auswählen. Führe den Befehl aus und es wird automatisch platziert. Wir haben auch eine Verbesserung im Datenaustausch. Es hat jetzt jedes Element, jedes einzelne Bauteil, 3D-Bauteil, was wir platzieren können, einen Bereich in den Eigenschaften bekommen für IFC-Parameter. Diese Parameter werden dann gemappt, beziehungsweise ist es oder öffnet sich ein Menü, wo wir bestimmte Attribute direkt mappen können. Das heißt, der Datenaustausch mit IFC ist so noch genauer und nicht so fehlerbehaftet. Wir können also mehr Informationen hinterlegen. Weiterhin hat sich auch im Cloud-Dienst etwas getan. Hier können wir jetzt sagen, dass wir in unserer Cloud Parameter anlegen möchten. Diese Parameter, die können wir aus einer vorhandenen gemeinsam genutzten Parameterdatei aussuchen oder aus einem aktiven Projekt. Weiterhin hat sich einiges in den Punkten Simulation und Analyse getan. Wir haben eine Workflow-Verbesserung, zum Beispiel mit CAD-Dateien, wo wir jetzt andere Auswahl- oder weitere Auswahlmöglichkeiten haben. Und wir haben auch eine Verbesserung in der Dokumentationseffizienz. Das heißt, zum einen können wir Bauteillisten jetzt auch als CSV exportieren. Die Bauteillisten allgemein haben sich etwas verändert. Also wir können mehrere Spalten farbig markieren. Das ging vorher auch, aber jetzt geht es halt nochmal ein bisschen anders. Beziehungsweise verschiedene Zeilen nochmal anders hervorheben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.